Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn Ashes of Malmut. Ja, ich habe das alles ein bisschen optimiert, die Leistung, diese Lex-Bikes ausgemacht und ja, die Grafik wieder aufgeschraubt. Das seht ihr hier bei Video. Ja, Tiefenunschärfe mag ich nicht wegen diesem Fotofilter. Das lasse ich mal aus, sonst ist eigentlich alles maximal. Also es geht eigentlich wieder perfekt. Außerdem habe ich wieder auf Full HD aufskaliert. Es geht doch recht flüssig. Da hat eigentlich um Broadcaster Software nicht mehr so viele Probleme. Und es liegt einfach an der Grafikkarte, weil das mehr Kerne, Cores hat, oder? Und ich habe einfach die Cores dann bei Open Broadcaster Software auf 0 reduziert. Und scheinbar geht es jetzt wieder perfekt. Ich weiß es auch nicht, wieso das so viel zu tun hat. Das Amulett, das wir am Anfang getragen haben, brauchen wir später für eine Quest. Eine spezielle Quest. Und ich habe hier alle Kisten mal leer gemacht. Also dass wir wirklich von Grund auf neu starten. Ich hoffe, es gefällt euch so. Die FPS sind eigentlich so bei 68 bis 80 FPS. Und ja, es ist ja 60 FPS. Ja. Sieht man jetzt gar nicht. Ah, dann habe ich nochmal etwas. Zuerst einmal, ich habe die Deviation-Sachen nicht gemacht. Da habe ich einfach irgendwie ein bisschen verschluckt, sozusagen. So, was brauchen wir als erstes? Ich möchte ja eigentlich gerne ein bisschen mehr Schaden für die Kreaturen haben. Aber scheinbar brauchen wir eher die verschiedenen Bällchen hier rechts, links. Und deshalb gehe ich, glaube ich, zuerst einmal hier ran. Weil wir brauchen die violetten und die rosaroten. Also die zwei oberen. Deshalb brauchen wir jetzt mal einen violetten. So. Und können noch eins machen, okay. Ja. 8% mehr Leben, das ist schon mal gut. Sehr schön. Ja, wie aktivieren. Ja, ich glaube einfach rübergehen. Hä? Änderungen speichern. Hier haben wir auch nämlich noch einen Punkt. Das geht leider nicht. Ja, dann machen wir einen Punkt noch hier rein, damit die Skelette noch besser werden. So. Ah, haben wir hier auch gespeichert? Ja, hier haben wir auch gespeichert. Also, es wird gespeichert, wenn man wechselt. So, dann habe ich natürlich Lust, jetzt auch wieder weiterzumachen. Wieder Action zu machen. Wir haben noch keine Skelette, wir haben den anderen noch nicht getan. So. LOL! Ein Fleischgolem. Cool. Ja, dann gehen wir am besten hier unten durch. So. Eine Armbrust haben wir. Ah, das andere Geld ist hier, okay. Aber wir können ja nochmal holen. Ja, das ist jetzt weniger gut. Also, naja, ist gleich gut. Joa. Sind noch ein bisschen schwach, aber schon viel besser. Sehr schön. Ja. Es geht mir auch besser heute. Einfach die Stimme ist ein bisschen kratzig. Und ja, einfach wegen den Problemen bin ich auch wieder ein bisschen müde. Aber ja, wieso habe ich denn immer Mühe mit, vor allem wegen dem PC, wegen der Soundkarte und alles? Keine Ahnung. Man ist halt man will einfach nicht in Ruhe gelassen, wenn man halt noch nicht so erfahren ist, noch keinen Techniker hat, noch kein Netzwerk, wo alles einstellt oder so. Ja, ist leider so. Es ist schwer. Es ist sehr schwer als Anfänger. Es wird sozusagen sogar irgendwie schwer. Ich hatte eigentlich am Anfang eigentlich kaum Probleme. Da habe ich noch mit Preps aufgenommen. Und ja, eben, es lief eigentlich sehr gut, aber scheinbar wollen die Menschen immer alles schwerer haben, dafür schöner, besser und so weiter. Und deshalb, ja, bin ich halt einfach so relativ
langsam, oder, beim Besserwerden. Bekomme ja auch kaum Hilfe über, kaum Support, kaum Likes und so weiter. Aber eben, die Leute werden halt immer wie verwöhnt. Das ist das größte Problem. So, ja, der macht sehr viel Schaden. Er ist jetzt auch auf Level 9, also viel höher wahrscheinlich. Weil die Gegner, die tun auch ein bisschen mitwachsen. Das ist gut, aber das macht halt alles ein bisschen schwer natürlich. Ihr müsst einfach bedenken, ich spiele Veteran. Und ich habe eine Charakterklasse, die nicht so schnell wächst. Deshalb kann ich da auch nicht gerade so viel momentan machen, außer ja immer wieder die Kreaturen hochbeschwören. Okay, ein bisschen mehr Erlebnis, sehr gut. Ja, nehmen wir die Axt. Schön. Dafür haben wir guten Loot bekommen. So, jetzt haben wir 3 Armbrustskelette. Sehr schön. Ja, wir müssen hier noch eine Höhle suchen. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wollen noch in die Höhle. Die ist eben optimal, aber bietet schon ein bisschen etwas mehr. Zum Beispiel ein Sternengegner, glaube ich. Aber leider ist sie wieder nicht hier. Also wieder hier irgendwo links. Aber gut. Und ich habe extrem viel Lust, Grimdawn zu spielen. Bis zum Ende. Zwar am Anfang wollte ich eigentlich relativ wenig Videos machen. Da habe ich ja gesagt, ja, dann lieber für die echte Aufnahme, nicht für die Probenaufnahmen, doch mal, ja, eben wie gesagt, alles machen. So, jetzt können wir den Okkultisten wählen, haben aber hier noch nicht weitere Dinge. Wir legen aber jetzt mal einen rein und einen in den Vertrauten, damit das bleibt. Sonst muss man den Okkultisten immer wieder wählen, das ist ein bisschen schlecht gemacht. Ja, wir machen einen Punkt noch bei solchen Dämonen herbeirufen. Ich weiß es gar nicht, ob der so richtig tanky ist. Eigentlich schon, aber er ist noch relativ schwach. Ja, er bekommt auch viel mehr Leben über. Okay. Gut. Ja, jetzt haben wir hier 4 Punkte, hier haben wir 1 Punkt und hier haben wir 3 Punkte, also im Geist. So. Und wenn wir hier nochmal auf die Map schauen, Regionskarte, dann sieht man die Devilischen Schreine, die man gefunden hat, also abgeschlossen hat. Und in jedem Gebiet, das wir betreten, müssen wir halt nochmal kurz schauen. Eventuell gibt es einen Devation-Schrein. Und ja, da können wir nämlich relativ schnell auch viele Bonis bekommen für die Skelette. Weil das ist natürlich schon wichtig. Weil die ganze Zeit beim schweren Gegner dann wieder zu beleben, das macht nicht so viel Spaß. Ja, ja. Und ja, eben die Skelette, die sterben so schnell. Das ist nicht gerade so gut gemacht, aber ja. Ich wette da unten leider auch. Sterben halt ein paar ab, gut. Jo. Wir gehen mal hier auf Land, weil in diesem Giftbrunnen bekommen wir Schaden. Also alle Neutralen bekommen Schaden, die nicht Gift. Resistenz sind also scheinbar irgendwie so. Also lieber nicht in diesen Pfützen herumlaufen. Das schadet dem Charakter. Aber komm, NPCs, ja. Und Beschwörungen bitte auch noch hier. Also wie gesagt, jetzt gibt es schon grüne Items. Also wirklich lohnenswert hier auch runter zu gehen. Für alle Anfänger natürlich. Für die Leute, die einfach ein bisschen Lust haben. Hier unten lohnt sich's. Später in Burwich Village gibt es auch nochmal einen so einen Spot. Der ist sogar ein bisschen, also zum, wenn man das erste Mal reinschaut, dann gibt es glaube ich sogar eine Kiste, die einzigartig ist. Also die nach dem zweiten Mal reingehen nicht mehr da ist. Also wenn das neu generiert wurde, nach dem Beenden des Spiels zum Beispiel. So. Ja, da können wir nicht tragen. Wir brauchen Spielstufe 12. Das ist eigentlich immer so.
Ich möchte schon gerne das Schild vielleicht mal lagern. Ich habe ein Problem, das Lagerungsding GD-Stash heißt, das geht bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie man das installieren kann. Irgendwie finde ich den Download-Link nicht. Ich habe ihn gefunden. Das führt aber zum, wie sagt man, dem ja, Google-Stash, naja, Google zum Uploaden dort die Sachen, oder? Und ja, das geht bei mir irgendwie nicht. Dort kommt irgendwie etwas anders als bei den anderen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie weiter. Ich würde schon gerne das tragen wollen, weil sonst braucht man ganz viele neuen Charaktere und so. Das ist nicht so gut gemacht von den Entwicklern. Einfach viel zu viele Items in diesem Spiel und dann auch eben zu wenig Platz. Ich würde ja gerne einfach ein paar Sachen lagern für andere Charaktere. Aber dann müssen wir das alles wieder dort finden und das ist natürlich nicht so gut. Für ja, relativ wenig Spieler. Also die wenig spielen, die Games nicht extrem suchten. Ja. Eigentlich können wir ja jetzt weiter scheinbar. Okay, dann gehen wir weiter. Also nach rechts oben. Ja, das sieht man, glaube ich, auf der Karte sogar. Wir müssen nach rechts oben, ja. So, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Ah, wir müssen jetzt zum Waypoint gehen. Hier unten gibt es noch einen Schatz. Ja, das ist jetzt nicht allzu wichtig, aber ich nehme ihn gerne mal bitte mit. Also da auch eine Kiste ist, die ein bisschen wertvoller ist. Ja. Da kommen wir aber leider nicht direkt runter. Okay. Ich mag irgendwie die Armbrustskelette irgendwie riesig. Vielleicht gibt es bald auch noch Magier-Skelette, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ah, genau, hier ist auch noch ein Schatz, genau. Ja, die drei Skelette ineinander. KI ist halt auch noch nicht so gut. Aber eben, das Spiel macht mega viel Spaß, solche kleinen Probleme. Ja, es meinen viele Leute immer, dass man das Game nicht mag. Deshalb bin ich auch nicht ganz so beliebt. Aber nimmt das nicht so wichtig, also. Es ist klar, dass man halt manchmal ein bisschen motzen will, wenn man gar nicht so Spaß hat und so weiter. Und ja, da müsst ihr halt mit klarkommen. Wie gesagt, ich tue das halt einfach manchmal ein bisschen ja, priorisieren und nicht irgendwie ja. Extra machen. Also wirklich ist. Ich mag die Spiele, die ich spiele, natürlich sehr, sehr gut, gerne. Aber nicht ganz so gerne, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ja, das Spiel hat keine Probleme. Jedes Spiel hat Probleme, auch wenn es super gut ist. Ich habe erst kürzlich mal gesagt in einem FIFA 18 Forum, dass ich leider das Spiel nicht kaufen will, aber ein Kollege will es unbedingt. Und er kann es nicht leisten, beziehungsweise er hat keinen guten PC und keine Konsole. Und habe einfach so ein bisschen gefragt, ob die Sachen schlimm sind. Also, das ist einfach, wie zum Beispiel das Glücksspiel mit diesen Karten und so Sachen, ob die wirklich auch mich stören würden. Aber ich bekam nur Scheißantworten von Fans. Hey, das geht doch gar nicht. Du kannst doch FIFA 18 nicht so runter machen. Ich hab's nicht runter gemacht. Ich habe nur gesagt, dass mich ein paar Sachen stören. Und scheinbar will niemand, dass ich FIFA 18 kaufen möchte. Und das verstehe ich einfach nicht mehr. Ich habe einfach das Gefühl, die meisten Fans gehen so langsam kaputt. Denen stört alles. Die werden depressiv und so Sachen. Am besten einfach nicht allzu Fan sein von einem Game.
auch wenn es euch vielleicht toll ja, rüberkommt oder so. Einfach nicht zu viel Fans sein und ja, die Spiele dann genießen. Weil ich genieße eigentlich recht viele Games. Es ist einfach so, dass es ja, einfach manche Sachen zu kritisieren gibt. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist. Das heißt einfach, das Game hat noch nicht so einen Schliff bekommen, dass man sagen könnte, ja, mir gefällt es rund, also ringsum, oder? Bei Grimdawn ist es eigentlich jetzt auch wieder viel besser. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Fehler noch da ist. Aber schaut mal, da unten ist Gras, das sieht man durch. Die haben das einfach irgendwie falsch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch auch ist oder einfach, wenn der Grafikkarte so ein Fehler ist bei mir. Aber das sollten sie auch mal fixen. Das geht vielleicht 5 Minuten, dann wäre das gefixt. Ja, okay, das Skin muss man ja auch erstellen, oder? Für das unten drunter. Aber das ist einfach eine Lehre. Das sind Sachen, die einfach halt ein bisschen, ja, bemerkbar macht, oder? Also ein bisschen, ja, soll ich sagen, dass es einfach lustig ist und das diskutiere ich auch gerne. Und das heißt nicht, wenn ich nicht lache, dass es nicht lustig ist. Für mich ist es eher halt ein, ja, ein Zeichsel, dass es halt nicht ganz so in Ordnung ist. Ich bin gerne ein bisschen ein Perfektionist. Aber die Menschen wollen das scheinbar irgendwie nicht. Also, ich würde ja gerne irgendwie ganz nett sein und alles machen können. Aber du hast einfach kein Content sonst. Also entweder du magst es oder du magst es nicht so. Aber das heißt eben nicht, dass man alles nicht mag oder solche Sachen. Das ist irgendwie komisch. Sehr lange Aufladezeiten leider. Ja, jetzt sind sie wieder gut. Wir haben 3, ja. Würde ich nochmal benutzen. So, Harz Amulett, das brauchen wir unbedingt für die Quest. Schrott. Und eine Notiz, okay. Ja, ist denke ich ein bisschen besser. Aber auch leider wieder ab Level 12. Scheinbar sind die grünen Items immer ab Level 12 oder ja, manche nicht, aber. Gefräßige Erde. Ja, das ist auch eh nichts für mich, weil es ist so, Grimdawn hat ein bisschen ein komisches Aggro-System. Das heißt also, wenn wir eine Attacke einsetzen oder einen Fluch oder so etwas, dann werden die Gegner auf uns aufmerksam und eventuell, ja, haltet halt der Ding nicht so aus, oder? Der Charakter, und es wird halt dann ein bisschen nervig. Aber gut. Aber das war wirklich wieder mal ein schwerer Gegner. Das ist wirklich toll. Ja. Hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen, aber wir gehen nochmal rüber. Weil wir müssen hier 3 Sternengegner töten. Jawohl, haben wir jetzt einen. Das ist er scheinbar, hä? Okay. Der kann irgendwie Meteor runterschleudern. So, dann wieder Konstitution. Das lesen wir mal. Also ihr dürft es gerne vorlesen. Also für euch lesen. Ist ein bisschen klein. Mach ich noch runter. So. Wie gesagt, es ist halt einfach ein bisschen langweilig für die meisten Leute, wenn ich da immer alles vorlese und so weiter. Aber genau das ist es halt, oder? Ich bin eher einer, der das Spiel in Ruhe spielt und nicht allzu schnell alles mit allem fertig werden möchte. Und es kommt halt manchmal auch nicht so gut an, aber das ist. Ja, eben jeder ist anders, aber dafür wird er kritisiert, weil er anders livestreamt oder Videos macht. Oder weil er einfach nicht so gute Qualität haben kann. Weil er kaum Geld hat. Und scheinbar, ja, wollen das die meisten Leute nicht. Das
Das liegt einfach, weil die Leute langsam einfach viel zu verwöhnt sind und da einfach ein bisschen die Zunge rausstrecken wollen, oder? So richtig. Dann geht doch irgendwie etwas anderes machen. Ja, genau. Weshalb macht man Dinge, wenn man sie vielleicht gut findet? Und da kommt immer die Antwort, ja, dann mach doch was anderes. Oder? Ja. Ich habe immer wieder das Problem, dass viele natürlich wieder GTA Online und WoW schauen wollen. Und da habe ich einfach immer wieder sagen wollen, ja, mir gefällt das Spiel nicht mehr so gut. Aber da kommen sie immer mit dieser Kritik, ja, du hast nur keinen Bock mehr oder so Sachen. Also kein Willen mehr oder du willst uns nur nicht mehr supporten. Aber wieso sagen das die Leute einfach? Sie können ja sagen, mach doch bitte wieder WoW. Das wäre kein Problem. Aber eben, ich bin nicht so einer, der die ganze Zeit da Geduld investieren will, um irgendwelche Kollegen zwangsmäßig zu finden. Und ja, dass wir einfach Kollegen werden dann. Das geht über längere Zeit. Da habe ich einfach weniger Lust. Und deshalb. Ja, habe ich da gedacht, ja. Ich bin ja erstens nur wegen Genex mal auf diesen Server gekommen und habe auch nur durch manche Kollegen eigentlich GTA überhaupt gekauft. Ich wollte keinen Ruhm. Ich hatte sowieso keinen Ruhm. Bei mir schauten kaum Menschen zu, wo ich die Story Mode gemacht habe. Und online ist es auch nicht ganz so gut angekommen. Also. Wieso soll ich es weitermachen? Oh, eins auf Skelette auferstehen lassen. Und was ist Belgotians Schere? Weiß das jemand? Aber ein guter Ring für später. Hier haben wir 7 auf alle Schadenstypen, sondern 7% Leben für alle Kreaturen. Ja. Aber wir bekommen einen rücksichtslosen Wächter, aber leider mit Angriff. Welche Beschwörer möchte denn dann ständig immer angreifen? Okay. Ich glaube aber, die Kreaturen, die Sammler werden jetzt wieder schneller sterben. Das ist halt nicht so gut. Wir müssen die nach oben pushen scheinbar. Also auf Max-Level bringen und ja. Da andere Items halt wählen. Oh, der hat sich wieder geheilt. Der hat eine relativ gute Heilungsgeschwindigkeit. Ich möchte gerne den Ding haben. Eben diese Beschwörung, die mit dem Angriff kommt. So. Ja, schon so lange. 23 Minuten ist jetzt das Video lang. Ah, die haben Durchschlag. Das ist ja gut. Komm doch mal raus, bitte. Da haben wir noch eine Höhle oben. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen. Oh, der erste Reif des Sturmrufes. Wie heißen die? Unique. Episch. Okay, epische Items. Das ist in jedem Game anders, habe ich so das Gefühl. Gut. Also, wir gehen gleich in die Höhle. Ich möchte noch den Reif anschauen. Der ist auch ab Level 14 sogar. Okay, was wollte ich noch machen? Ich wollte irgendwie was noch machen. Irgendwas nachschauen, aber gut. Gehen wir weiter. Weil hier unten ist auch ein Schrein. Deviation Schrein. Das habe ich im ersten und zweiten Part, glaube ich, ein bisschen falsch gesagt. Weiß es auch nicht, wieso ich so Probleme habe manchmal mit dem Englischen, mit den englischen Wörtern, Aussagen. Naja. Also eben, Grimdown ist so motivierend momentan. Die machen auch vorwärts. Also es ist cool, was für Content immer wieder kommt. Ich finde es einfach super.
Aber eben, sie müssen sich manchmal ein bisschen konzentrieren auf Sachen, die halt immer noch ein bisschen buggy sind und ein bisschen eine bessere KI einbauen und so weiter. Ich freue mich so auf diese Wüstengegend dann. So, bin gerade am Fragen, ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Mehr Defensive als Leben ist sowieso besser. So, wo ist der Deviation Schrein? Da ist nämlich diese Beschwörung, die war vorher auch schon mal da. Habe ich einfach nicht mal so richtig gemerkt, dass ich jetzt das sagen kann. Ich finde eigentlich die Beschwörung schon ganz am Anfang ein bisschen gut, aber später muss man dann halt andere Beschwörungen noch haben, als extra Beschwörung. Irgendwann stirbt er nur noch. Ja, aber es ist wirklich toll, dass mit Items manchmal Beschwörungen kommen. Ich bin ja sowieso Fan eben von diesen Beschwörungen. Jegliche Art Beschwörungen. Und das ist halt einfach, weil ich auch Tiere mag. Ich bin nicht so ein Fan natürlich von Necromancer als von irgendwelchen Druiden, die Tiere beschwören. Aber ich bin immer noch extrem fasziniert und ja, einfach froh darüber, dass es so etwas gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eventuell seid ihr vielleicht Pokémon-Fan oder sonstiger Art. Das ist das gleiche Prinzip und das motivierte mich auch lange. Aber wenn du merkst, jedes Pokémon-Game ist ungefähr das gleiche, nur mit Maxer-Pokémon, dann möchtest du doch nicht gerade so viel Pokémon spielen. Ich würde ja gerne auch nochmal Pixelmon im Singleplayer, ja, livestreamen am besten. Und trotzdem, eben, es sind ein paar Sachen, die halt einfach sauer aufstoßen bei diesem Mod. Ja, ist einer mit Schaden, also mit Schaden, mit Kreaturen, die kommen. Gegner. Gut. Ja. Zweihand. Nehmen wir nicht mit. Wir sollten langsam ein bisschen schauen, dass wir noch Inventarplatz haben. Gut, ja. Unbedingt die noch weiter ausbauen. Aber irgendwie wechseln die auch nicht ganz so. Okay, jetzt. Jetzt gibt es mal einen großen Fetten. Und ich finde auch toll, dass es immer die trifft, die am schlechtesten oder am meisten Schaden erhalten haben. Also, jetzt können wir natürlich auch wieder. Ja, genau, er bleibt. Und jetzt haben wir zwei von denen. Die sind vielleicht ein bisschen besser als die Fernkämpfer, die Armbrustschützen. Gut. Fünf. Geist ist vier. Geist. So. Ja, jetzt kommen wir weiter oben raus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Amulette wir haben. Drei. Also können wir wieder zurückgehen. Wir sind da nicht so viel schauen, dass wir die bekommen. Einer schießt sogar so drei Geschosse. Das finde ich auch richtig cool. Ja, die Großäxte und so muss ich gar nicht mitnehmen. Ich schaue immer, ob es Zweihand oder Einhand ist. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo die drei anderen sind. Einer ist noch ganz im Norden. Beim nächsten Gebiet dann. Und einer muss irgendwo hier in der Nähe sein, aber den habe ich, glaube ich, noch nicht getötet. Gibt es da irgendwie ein. Da sind die Nebenquests. Nein. Also doch. Nein, das sind die Schriftrollen. Das sind eben die Deviations-Schreine. Ja, das Amulett müssen wir noch zurückgeben. Also sind einfach alle Quests hier. Okay. Ah, eben, wir haben einen anderen auch noch getötet. Jetzt müssen wir nur noch den im Norden holen. Aber ich glaube, hier in diesem Gebiet ist auch noch ein Gefangener, den wir retten müssen. Oder einfach wollen. Der ist auch ein Nebencharakter, aber er hilft uns, glaube ich, auch, weil. Ist das nicht der Händler?
Wäre schon gut, wenn wir den zweiten Händler hätten. Ja, so. Jetzt haben wir hier einen grünen Ring. Den können wir schon ausrüsten. Aber, ja, Geist wäre schon ein bisschen gut. 4% Geist. Aber Elementarwiderstand ist ein bisschen wichtiger, habe ich so das Gefühl. Weil wir nicht auf Geist beruhen. Also nicht gerade so viel Schaden machen mit Geist sozusagen. Uff. Ja, ich tue ihn jetzt einfach mal hier hin. Wenn wir dann Probleme haben mit den Resistenzen, können wir den auch benutzen. Aber ich glaube kaum, dass wir den unbedingt brauchen. Ich glaube, der hat immer noch die gleiche Ausrüstung. Gut. Jo, also. Ja, es ist schon 30 Minuten. Gehen wir noch kurz zurück. Die andere Quest abgeben. Und ich denke, das mache ich das nächste Mal dann. Hä? Gut. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Tschüss.